Geht ab, Leute? Heute zeige ich euch, wie ihr mehr FPS kriegt in jedem Spiel. Und dann würde ich sagen, let's go. Als erstes drücken wir Windows plus R, geben ein Prefetch. Dann auf Fortsetzen. Dann drücken wir bei 1 drauf, drücken STRG und A und dann entfernen. Das ist der Cache, also nicht schlimm, wenn ihr das löscht. Und hier drückt ihr für alle aktuelle Elemente wiederholen und dann überspringen. Die Sachen habt ihr gerade offen. Dann geht ihr schnell in den Papierkorb und löscht wieder alles. Als nächstes geht ihr auf Suchen, also auf dieses Windows-Zeichen und auf Suchen. Dann gebt ihr ein GPU. Dann kommt Grafikeinstellungen raus. Ihr drückt auf die Grafikeinstellungen drauf. Macht das hier an. Geht dann hier auf Durchsuchen. Und geht halt in den Ordner rein von der App, die ihr schneller machen wollt. Zum Beispiel bei mir Fortnite. Da gehe ich halt auf den Fortnite-Ordner drauf und wähle Fortnite aus. Dann ist Fortnite hier in der Liste. Dann gehe ich auf Optionen und gehe auf Hohe Leistung. Als nächstes Rechtsklick auf die Taskleiste, dann kommt ihr zum Task Manager. Dann geht ihr auf Autostart und deaktiviert alle Sachen, die ihr nicht braucht. Also ich kann jetzt Update kann ich deaktivieren und alles andere brauche ich. Als nächstes geht ihr auf Details. Da ihr müsst eure App aber offen haben, die ihr schneller machen wollt. Zum Beispiel, ich will jetzt die App Spotify schneller machen. Ihr geht Rechtsklick drauf, auf Priorität festlegen und auf Hoch. Dann der nächste Step. Ihr löscht alle Apps. Löscht ihr alles, also alles, was ihr nicht braucht, löscht ihr einfach. Wir machen den hier, Rechtsklick, Suchen, dann geben wir Löschen ein, dann sind wir hier, sortieren nach Größe und wir löschen alles, was wir nicht brauchen. Da unten, wo nichts angezeigt wird, wie groß das ist, das habt ihr von Steam zum Beispiel heruntergeladen und hier könnt ihr das dann nicht löschen. Dann geht ihr auf Standard-Apps und geht dann auf Zurücksetzen. Geht auf Offline-Karten, das mache ich dann aus. Und Apps für Websites macht ihr auch aus. Und hier macht ihr auch nochmal alles aus, was ihr nicht braucht. So, nächster Step. Wir gehen jetzt nochmal in die Einstellungen. Gehen auf Apps, falsch, wir gehen auf System, Bildschirm, Nachtmodus aus, Querformat und so und 100%. Dann geht ihr auf erweiterte Anzeigeeinstellungen, nehmt da eure maximale Rate. Ich habe jetzt hier 71 Hertz. Dann geht ihr auf Sound. Wählt hier alles aus, Benachrichtigung aus, nie, das ist egal, ja, das war's. Dann geht ihr jetzt in die Systemsteuerung, SYS, dann geht ihr auf System und Sicherheit, dann falsch, Leute. Ihr geht auf Suchen, Energiesparplan bearbeiten. Dann klickt ihr hier oben auf Energieoption. Dann nehmt ihr Höchstleistung, Energiesparplan Einstellungen ändern. Erweiterte Einstellungen ändern. Dann hier gehen wir ein bisschen nach unten. Dann sehen Sie hier Prozessor Energieverwaltung.
minimaler Leistungsstand des Prozessors 0% einstellen und maximaler 100%. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und ciao Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal.